Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors. Nun, da wir Lubu fertig haben, gehen wir zum Hause Wei über. Gott sei Dank, ey, meine Güte. Lubu hatte nur circa vier Charaktere, die man spielen konnte. Das war nicht viel. Aber gut, der Anfang ist eine Flucht aus Luoyang. By the way, ich versuche mal, das hier irgendwie zu schaffen. Ja, ich will diese Extra-Bedingung schaffen. Die ist zwar nicht wichtig für den hypothetischen Bereich, aber ich will sie trotzdem haben, weil ich dann ein Gefecht mehr habe. Naja. Die Helden dieses Zeitalters wurden aus dem Chaos geboren und wollten eine neue Ära des Friedens für das Land schaffen. Als das Ende der östlichen Han-Dynastie nahte, brachten die gelben Turbaner eine Zeit des Krieges und Tumults über das Land. So kam es, dass zahlreiche Helden sich der Bedrohung entgegenstellten. Ja, von einem grauhaarigen Typen sehen wir nicht viel. Cao Cao war unter jenen, die dem Aufruf zum Kampf folgten. Cao Cao beteiligte sich an der Niederschlagung der gelben Turban und machte sich im ganzen Land einen Namen. Gut gemacht, Kumpel. 5 Jahre später wurde Cao Cao in die Hauptstadt beordert. Dong Zhuo hatte das Chaos dafür genutzt, die Hauptstadt einzunehmen und den Kaiser in seine Gewalt zu bringen. Arsch! Zur gleichen Zeit erhielt Cao Cao einen Brief vom Kaiser persönlich. Töte den Verräter Dong Zhuo. Der Drang Dong Zhuo und ein hilfloser Kaiser, zwei sehr unterschiedliche Augenpaare, waren mit intensivem Blick auf Cao Cao gerichtet. In Begleitung der Offiziere seines Vertrauens, Zhao Dun und Zhao Yuan, machte sich Cao Cao auf nach Luoyang. Jo, und ich werde ihm erstmal sein Generalschwert ausrüsten, weil keine Ahnung warum, es war nicht ausgerüstet. Und ich werde hier mal eine DLC-Waffe benutzen. Ich weiß, ich will damit immer bis zum Schluss warten, aber ich werde Cao Cao nicht besonders oft spielen, weil sein Kampfstil mir einfach irre ist. Ich will mal Streichholz nehmen wegen der anderen Affinität. Ich habe keinen Bock, dass zwei Waffen dieselbe Affinität haben. Das ist ein bisschen doof bei bestimmten Generälen. Außerdem hat man hier auch die Gelegenheit, gegen Lubu zu kämpfen, der eine Menge aushält. Aber nach dem, was ich gehört habe, ist der Kampf gegen Lubu in früheren Dynasty Warriors-Teilen deutlich epischer gewesen und schwieriger. Naja, was auch immer. Mit Cao Cao fängt es an. Übrigens, flotte Frisur, die er hat. Cao Cao, I don't know who put you up to this, but you were mad to think you could kill me. Ha! You pathetic worm! Only those who wield true strength can claim any stake in this land of chaos. Strength, you say? Then know this. It is with just such strength that one day I shall strike you down. Ups, weg ist er. You think he's okay? It'll take more than what's in there to kill our lord. Hier beginnt es. Shahudu,
Meine Fresse, ihr greift mich aber an. Guck mal, ich verprügele Leute mit einem Streichholz. Gut, dann ist Lubu. Gegen den kämpfe ich jetzt erstmal. Ja, es ist ein Streichholz, weil man schleift die Spitze vom Schwert über den Boden. Lubu wird anfangen, uns zu verfolgen, früher oder später, aber ich will ihn hier besiegen. Das Problem mit Lubu ist einfach, der hält wirklich eine Menge aus und hält Angriffen stand wie nichts anderes. Und ein anderes Problem, diese Flammenklinge hat einen Kampfstil, den ich überhaupt nicht abkann. Gott sei Dank hat sie die Fähigkeit Sumpf. Wow. Das hat mir sehr viel abgezogen. Seht ihr, das macht ein Musou-Angriff von Lubu. Aber das war früher noch schlimmer, als dort noch nicht ganz so aufgelevelt war, da hat er mir alles abgezogen. Seht ihr, er zuckt nicht mal, wo ich ihn treffe. Ich kann ihn einfrieren und weiter drauf prügeln. So. Futter! Yep. Das Einzige, was jetzt schade ist, über das hier, jeder hat nur noch einen Arschgaul. Nicht mehr diesen geilen Gaul, den Lubu hat, nein. Jeder hat nur noch einen Arschgaul. Was ich scheiße finde. Ich finde seine Ex-Fähigkeiten schon ganz cool. Ich meine, er friert jeden Gegner ein. Und er hat einen Schattendoppelgänger, den er ab und zu beschwört, aber das ist nicht ganz so wichtig. Warum tut nicht jedes Mal XP? Ich muss hier jetzt flüchten. Aber das ist nur noch eine Sache von Generäle wegschnetzen. Das ist sehr leicht. Aber ich schnitze mir auch den Weg frei. Ich habe keinen Bock, durch so viele Massen zu latschen. Oh, guck mal. Ich habe natürlich auch seine Luftmusu-Fähigkeit schon freigespielt. Wow. Ja, Alter, es fällt vielleicht andersrum, aber ist auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Ja, das Ziel ist da hinter einem verschlossenen Tor. Da, das große. Oh, Shen Gong ist auch schon da? Was? Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an die Stelle, in der Omnimon in Digimon der Film die ganzen Strahlen von Diaboromon zurückgestoßen hat. Wow.
Okay, ich muss Shen Gong besiegen, damit die Dinger aufhören. Da! Yes. Was ist denn gestoppt? Davon sage ich noch nicht viel. Ja, wenn die Ballisten nicht zerstört werden können, gibt es einen General, den man besiegen muss, bevor sie aufhören. Na gut, ich muss ja jetzt eigentlich nur noch weg. Junge, Junge. Den habe ich noch nie benutzt, den Move. Der sah cool aus. Ui. Ich bin vielleicht ein bisschen überlevelt hierfür. So. Okay, ich bin der schönen Dame gefolgt. Sag mal, seid ihr immer noch da hinten? Der Pulsauf kann ja fast reingreifen. Na gut. Ah, Zhang Liao, kommt schon. Besiegt. Okay, weg, weg, weg. Okay, Zugbrücke runtergelassen. Perfekt! Okay.